So, um das jetzt nochmal darzustellen, was ihr mit diesem Board alles machen könnt und wie flexibel dieses Teil eingesetzt werden kann. Ihr habt hier diese zwei Grundstecker und das Grundboard. Damit haben wir jetzt praktisch alles vorgemacht. Wenn man das steigern möchte, gibt es hier Zwischenstecker. Manche Muskeln brauche ich mehr Abstand, brauche ich mehr Länge, um tiefer in den Muskel zu kommen. Das heißt, ich setze einfach einen Zwischenstecker dazwischen. Dann wird er aufgesetzt, je nachdem, welche Nummer ich notiert hatte, und kann jetzt tiefer in die Muskeln rein. Oder zur Steigerung, wenn ich hinten am Rücken merke, okay, es wird lockerer, dann kann ich tiefer in den Muskel rein. Wenn ich das noch weiter steigern möchte, kann ich noch mehr Zwischenstecker nehmen, sodass man es flexibel in die Höhe bauen kann, je nachdem, was ich brauche. Eine andere Variante, das zu steigern, ich mache den Zylinder, der ist etwas spitzer, etwas höher, und fange mit dem hier an. Bei dem in der Mitte hier kann man wunderbar, die Wirbelsäule liegt dazwischen, ich komme wunderbar tief in die Muskeln, sodass man hier schon die Behandlung richtig gut simulieren kann, wie wenn wir mit dem Finger drücken. Auch hier später, wenn das gut klappt, die Möglichkeit, ich nehme ja Zwischenstecker und kann auch hier wieder in die Höhe bauen, um dann wieder tiefer in die Muskulatur reinzukommen. Auch hier wieder die Möglichkeit, breiter stecken, enger stecken, also in die Höhe, in die Fläche. Und wer es auf die Spitze treiben möchte, haben wir natürlich auch dran gedacht, dass man dann Teile nehmen kann, die sehr spitz sind, aber bitte wirklich mit den Jahren erstmal dahin arbeiten. Dann ist es möglich. Und ihr seht, man kann dann schon sehr tief, sehr gezielt die Punkte so tief behandeln, dass man auf jeden Fall an die Punkte rankommt, die bei jedem Einzelnen von euch oder von Ihnen wichtig sind. Die nächste Möglichkeit, mit dem Teil zu arbeiten, ich nehme zwei Boards und die Frage war immer, wie kann ich hier oben und unten gleichzeitig Punkte lösen oder vorne oben und am Bauch unten gleichzeitig. Wir haben hier ein Zwischenstück, das wird einfach hier durch diesen Schlitz durchgeführt. Es gibt ein Fixierungsteilchen, das wird hier eingefügt, festgedrückt, dann hält es hier. Im anderen Board das Gleiche. Und jetzt kann ich für mich persönlich den Abstand variieren. Brauche ich es mehr jetzt am Bauch und hier an der Schulter? Also wo sind meine Maße? Und dann gibt es hier einen zweiten Zwischenstecker zum Festklippen. Und ihr habt es fixiert für euer Maß. Eine weitere flexible Einsatzmöglichkeit, ihr könnt das Teil an die Wand. Es gibt dann hinten zwei Saugnäpfe, wo man es an die Wand pappen kann oder an eine Tür oder an einen Türrahmen, sodass man, egal wo man sich befindet, im Stehen, wieder nicht so massiv wie im Liegen, da wird es natürlich schon wieder massiver durchs Eigengewicht, mit den Punkten steigern oder auf die Spitze treiben kann. Also die Idee, ihr habt eure Maße, könnt ihr einstellen, die Breiten und die Höhen und ihr könnt euer eigenes Stecksystem für euch selbst zu Hause entwickeln, damit spielen. Ihr könnt es natürlich dann mit den Jahren immer flexibler auch einsetzen und wenn ihr selber neue Ideen habt, schickt mir die. Ich bin da gern bereit, was aufzunehmen und wünsche euch auf jeden Fall mal viel Spaß damit und viel Erfolg. Okay, um nochmal abschließend das Konzept zusammenzufassen. Die Muskelbürste, unser Myoboard to go, soll dazu dienen, dass ihr euch selbst jeden Tag immer wieder zu Hause ein Stück weit die Muskelspannung lösen könnt, die über die Einseitigkeiten vom Beruf, vom Sport, vom Alltag sich aufbauen. Ihr könnt die Abstände variabel, in der Höhe variabel und die Stecker variabel einsetzen, damit ihr euer persönliches Niveau kriegt, wo ihr anfangt oder fortschreitet oder das Ganze meistert mit den Jahren. Dann die andere Variante sind diese Dehnkraft-to-go-Übungen, die sind auf der Webseite hinterlegt unter Grundlagenvideos, dann Beruf, Alltag und Sport, dass ihr auch dort wieder Übungen findet, die für euch, für euren Bereich passend, ganz schnell Dehnung und Kraft vereint, damit der Muskel geschmeidig
kräftig und locker bleibt und nur wenn er ihn anspannt, fest wird, aber wenn er loslässt, wieder locker werden kann. Und dann, wenn gar nichts mehr geht, wenn es zu Schmerzen kommt oder zur Muskelsteinentfernung, also wenn die Verhärtungen zu fest werden, dann habt ihr noch die Möglichkeit, in die Praxis zu kommen, dass man die Behandlung durchführt und die Spannung per Fingerdruck nochmal löst. Dann aber wieder zu Hause die Muskelbürste, die Übungen, sodass für euch, wie bei der Zahnhygiene, vorbeugend immer wieder was tun, damit sich eben nicht Krankheiten aufbauen. Und bei der Anwendung bitte nochmal Vorsicht, nicht bei offenen Wunden, bei Knochenbrüchen, wenn ihr zum Beispiel Glasknochen habt, wo ein Knochen leicht bricht, dass ihr nicht auf Rippen euch drauflegt. Wenn es pocht, Blutgefäß, bitte dort weg, dass ihr kein Blutgefäß abdrückt. Wenn es elektrisch wird, bitte dort weg, dass ihr keinen Nerv abdrückt. Ansonsten kann hier nicht viel passieren, wenn ihr sinnvoll damit umgeht und sinnvoll mit euch umgeht. Viel Spaß, ihr könnt das Teil bestellen. Gute Zukunft für alle und gute Gesundheit.